das jetzt sofort an. Bitte, Henry, bitte zieh es an. Auf keinen Fall, nie im Leben. Henry, jetzt mach kein Theater und zieh es endlich an. Nein. Du solltest mal sehen, wie du aussiehst. Ah, Hilfe! Ich ersticke! Ich krieg keine Luft mehr! Oh, der Boden ist doch schmutzig! Steh wieder auf, du Bengel! Das wird bestimmt der schönste Tag in meinem ganzen Leben! Oh. Ja! Wenn ich König bin, sind Hochzeiten für alle verboten. Nein, Mieze, das ist... ich meine... Ja, Mieze. Brave Mieze. Dieser abscheulicher Menschenroboter! Hey, ich will noch das Ende sehen! Tja, Pech gehabt! Was ist das? Hast du das gemacht, Henry? Nein. Heißt es, ich kann nicht zur Hochzeit gehen? Nein, das heißt es nicht! Aber jetzt habe ich nichts zum Anziehen! Oh doch, das hast du! Der Laden hatte noch etwas in deiner Größe da. In Rosa? Heute ist der große Tag. Zita ist meine allerliebste Lieblingscousine. Wie kann man die zickige Zita heiraten? Ich würd's nicht mal für 1 Million Euro machen. Ihhh, Matsch! Komm mir ja nicht zu nahe. Oh. Au! Hör auf! Au! Zwerg. Sei nicht so gemein, Henry. Henry, geh sofort rauf und zieh dich an. Ich komme nicht mit. Hochzeiten sind blöd. Henry? Der coolste Schuh sieht klasse aus und er tutet noch dazu. Mit Router Toots bist du Hip-Hop in, denn bei diesem coolen Schuh ist der Sound mit drin, yeah. Wow! Diese neuen Turnschuhe muss ich unbedingt haben. Kaufst du mir bitte noch mehr Taschentücher, Mama? Taschentücher. Gut. Jetzt müssen wir nur noch Henry sagen, dass wir einkaufen gehen wollen. Oh, der will bestimmt nicht mit. Mama, Mama! Wir müssen einkaufen gehen, jetzt sofort! Hör zu, Henry, es ist mir egal, was du sagst und was für ein Theater du veranstaltest. Wir gehen einkaufen. Ach ja? Super! Hä? Schokoladenpudding mag ich am liebsten. Das war ja ganz leicht. Ja, etwas zu leicht. Das war ja leicht. Und Mama kauft mir endlich etwas, was ich will. Jetzt komm, Henry, wir wollen los. Router tut sich, komme.
Juhu! Warte, bis du meine neuen Router-Toots siehst. Router was für Dinge? Router-Toots, die super coolen neuen Turnschuhe, die mir Mama kauft. Turnschuhe? Wir kaufen dir eine neue Hose. Eine Hose? Ja, du brauchst keine neuen Turnschuhe, du brauchst eine neue Hose. Eine Hose? Nein! Die Router-Toots wenigstens ansehen? Ja, hör auf zu quengeln, Henry. Aber... Bitte geh und hol mir ein Spülmittel. Das leicht schäumende. Dort drüben. Das ist echt gemein. Nie kriege ich das, was ich will. Oh, du hilfst deiner Mama heute beim Einkaufen. Wie süß. Lass mich in Ruhe, doofe Ziege. Was machst du hier? Du hast doch einkaufen. Ha, nicht, wenn mir meine Mutter Router-Toots kauft. Router-Toots? Wirklich? Ha! Ich hoffe, sie kauft dir dazu auch ein neues Gehirn. Dann bis später, Spielibubi. Ach, wenn sie doch nur nicht aus allem so schnell rauswachsen würden. Ist das Richtige, Mama? Das leicht Schäumende? It's so easy. Puh, das war knapp. Hey, was ist mit meinem Frühstück? Es ist ja schon bald Mittag. Es ist Mittag, aber zuerst müssen wir noch eine Untersuchung machen. Also hör auf, die Klingel zu drücken. Aber das ist gemein. In Krankenhäusern gibt's immer glibbrigen Wackelpudding. Ich will meinen glibbrigen Wackelpudding. Wenigstens muss ich nicht in die Schule. Das ist das Gute dran. Keiner da. Henry, deine Mutter sagte, wir dürfen dich besuchen. Wie geht es dir denn? Kommt drauf an. Bringen Sie mir Hausaufgaben? Nein. Dann geht's mir gut. Schön. Wir haben uns solche Sorgen gemacht, als wir hörten, dass du im Krankenhaus bleiben musst. Stimmt's, Laura? Sie vielleicht. Oh, können wir ihm endlich die Karte geben? Welche Karte? Die Klasse hat eine Karte gebastelt. Ich habe sogar auch unterschrieben. Da steht, gute Besserung, großer Held. Du bist wirklich ein Held, Henry. Du hast deinen kleinen Bruder gerettet. Das wissen jetzt alle? Ach, Mann. Nimmst du die Karte jetzt oder passt dir schon wieder was nicht? Etwas zu essen wäre mir viel lieber gewesen. Ich glaube, du darfst leider noch nichts essen. Nein, sie röntgen noch deinen Kopf, weil sie nicht wissen, ob da was drin ist. Ach, ich hau wieder ab. Also gute Besserung, Henry. Und falls deine Eltern wollen, dass du noch eine Weile zu Hause bleibst, dann habe ich nichts dagegen. Das hat mir noch gefehlt. Jetzt ist mein Ruf total ruiniert. Ihr werdet schon sehen. Jetzt nennen sie mich bestimmt Henry der Held. Das ist echt gemein. Und ich hab so Hunger. Aber außer mir interessiert das hier wohl keinen. Dann muss ich mich wohl selber drum kümmern. Sorge, die Untersuchung ist reine Routine. Danach dürfen Sie Henry zum Glück mit nach Hause nehmen. Henry, geht's dir schon wieder besser? Hervorragend. Hast du Geld dabei? Was? Ja, aber eigentlich, Hör mal, ich hab dir doch das Leben gerettet. Und als Dank dafür will ich einfach nur ein bisschen Geld. Sofort! Ach, na schön. Aber du musst eigentlich in deinem Zimmer sein. Wir müssen gut auf dich aufpassen. Ja, ja. Komm mit, Henry. Ist ja gut. Aber bevor wir gehen, muss ich dir noch was ganz Tolles zeigen. Henry, der Arzt hat gesagt... Wo ist er? Und wo ist Peter? Und für einen Helden.
Orangensaft gefällig. Orangensaft gefällig? Wie heißt das weiter? Orangensaft gefällig, meine Dame. Ja, bitte, Henry, das wäre wundervoll. Und mit ein paar Eiswürfelchen drin. Auch noch mit Eiswürfeln drin? Willst du das Gebiss oder nicht? Und ich schreibe noch Dankeschön. Höflichkeit kann nicht schaden. Dann springt vielleicht ein bisschen mehr raus. Ich habe den Zahn und eine schöne Zahnlücke. Ich meine, wie schlau kann eine Zahnfee schon sein? Oh. Jetzt habe ich dich, Zahnfee. Mieze? Ja! Zahltag! 2 Euro! Ja! Ich hab die Zahnfee ausgetrickst! Ja! Was? Das ist Plastik. Das ist gemein. Wo ist das echte Geld? Henry, komm sofort hier runter. Ich komme, Mama. Mit lieben Gruß von der Zahnfee. Netter Versuch, Henry. Henry, ich sag's nicht nochmal. Komm auf der Stelle hier runter. Blöde Zahnfee. Henry? Wieso sind beide Bonbongläser leer? Mieze, böse Mieze. Du hast die Bonbons gegessen. Versuch es nicht auf Mieze zu schieben. Ich weiß, du warst es, Henry. Einen Monat lang keine Bonbons. Was? Nein, Mama, das kannst du nicht machen. Papa sagt Mama, das kann sie nicht machen. Ich wäre für 2 Monate. Aber das ist gemein. Was soll ich denn zwischendurch essen? Du kannst einen Apfel haben. Obst! Au! Was? Ich glaube... Ja, schau! Mein Zahn! Er wackelt! Schau! Stimmt, er sieht locker aus. Locker? Er ist schon so gut wie raus. Ha, wenn die in der Schule das sehen. Jetzt muss die Zahnfee aber wirklich blechen. Noch ein Biss. Und dann... Ich hab ihn verschluckt! Keine Angst, Olli. Die Eier sind doch alle hart gekocht. Auf die Plätze. Fertig? Los! Eierlauf ist ebenfalls gestrichen. Und keiner von euch rührt sich vom Fleck, bis ich weiß, wer diese Eier mitgebracht hat. Frau Streitaxt, ich kann nicht lügen. Also? Das war Peter. Haltet euch bereit für den letzten Wettlauf von heute, den 400-Meter-Lauf. Diesmal schlage ich dich, Henry. Ach, mir doch egal. Ist doch bloß ein blödes Wettrennen. Das ist dein Problem, Henry. Dir ist immer alles egal und deshalb wirst du auch niemals gewinnen. Das stimmt überhaupt nicht. Auf die Plätze. Und Sieger in allen Disziplinen der ganzen Welt ist Henry. Fertig? Du, Henry?
Ich wette um dein letztes Fruchtgummibärchen, das ich gewinne. Gummibärchen. Gummibärchen? Das ist es! Genau! Süßigkeiten! Und los! Hey, will jemand was Süßes haben? Süßigkeiten! Mach schon, Henry. Du schaffst das. Hey! Hey! Alf! Mein letztes Gummibällchen! Hier, fang auf! Na los! Ich weiß, dass du es willst! Ja! 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 Gut gemacht, Henry! Ja! Du bist der Schulsieger im 400-Meter-Lauf! Ja! Ich kann nicht reingehen. Ich kann Mama nicht sagen, dass ich nichts gewonnen habe. Jetzt ist sie bestimmt ganz enttäuscht von mir. Hier, Zwerg, zeig ihr den. Aber das ist doch dein Pokal. Nein, das hier ist mein Pokal. Der da ist vom Eierlauf. Du hast ihn gestohlen. Der Eierlauf wurde gestrichen. Dann war er ja übrig. Er gehört dir. Für 2 Wochen Taschengeld. Na gut. Peter, ach, ich wusste, dass du wieder gewinnst. Henry? Oh, Henry. Das habt ihr gut gemacht, alle beide. Wie Peter gesagt hat, aufs Gewinnen kommt es gar nicht an. Es kommt nur darauf an, dass man mitmacht. Ich hab gewonnen!